Pokémon Center. Na toll. Da bin ich Level 33 und ich habe den Frosch besiegt. Auch nicht schlecht. So, jetzt sind alle über der 100 und Pikachu, der also von KP. Pikachu gräbelt noch an der Halt. Pikachu mit Bisasu tauschen, so rum. Ach so, ja, stimmt. Mew hat Schaufler. So, jetzt werde ich erstmal ein paar Items ablegen. So, das Silfko brauche ich nicht. Ah, Fahrrad wurde gelagert. Wollte ich doch gar nicht lagern. Nein. So. Jetzt muss ich mal gucken, den das Eck. Türöffner brauche ich. Die Tränen will ich verkaufen. Okay. So, und wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach den E-Stein. Wo ist er denn? Hier, den Donnerstein. Mein Gott, dann muss ich halt auf Donnerblitz verzichten. Ah, 95, auch nicht so viel besser, aber okay. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich lege erstmal wieder das Fahrrad auf die 1. Und jetzt muss ich mal gucken, wo hier noch der Markt war. Ach ja, stimmt, hier kriegt man Konfusion. Gut. Oder Psychokinese. Und war nur mit Megasaure würde ich mal vergessen. Haben wir was gegen Psycho-Pokémon? Gut. Aber ich muss trotzdem noch den Laden finden, dass ich ein bisschen Money machen kann, ein paar Sachen verkaufen. Was gibt's denn hier? Gibt's Superball? Okay, nein, ich wollte was verkaufen. Und zwar die TM 36. Das Fluchtseil. Die TM 09. Die TM 03. Das brauchte ich ja alles nicht. Und Äther und Elixier und so sind da, um Attacken, also die Attackenpunkte aufzufrischen. Und Elixier gibt grundsätzlich mehr Attackenpunkte. Diese Sachen werden wir dann, ups, bei der Pokémon-Liga noch brauchen. Nein, noch eins höher. Noch eins und noch eins. Hier waren wir stehen geblieben, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Huch, ich bin gar nicht lang gegangen. Bingo! Hier ist es sehr gefährlich. Du wirst mich nicht retten können. Na doch, es wäre... Oh, was steht denn da? Wenn das Team Rocket die Silfko oder unsere Pokémon übernehmen würde. Sieht das nicht aus wie John, unser Rivale? Haben wir hier Calcium. Ach nee, war spät. Na, egal. So, noch eins nach oben und bei dem hier bis hierhin weiter und es bis hierhin und nicht weiter. Radikal gegen Mew, dann probieren wir gleich mal die Psychokinese. Ach, diese scheiß Fliege bei mir, die schwört die ganze Zeit um mich rum. Cool. So,
zuwarten? Nö. Was machen wir da mal? Blubstrahl? Fand ich nicht so geil. Hat mich nicht so überzeugt. Golbat? Ach, Mann, ey, warum... Warum findet die den Ausgang aus dem Fenster nicht, diese Scheißfliege? Radrad, jawoll. Und einmal. Diese Chinese. Ja, ja, dich hat der Mut verlassen. Ist klar, ist klar. So, Ibitak muss, glaube ich, mit Bisaflur tauschen, genau. So. Dann gehen wir erstmal hier rein. Gibt's hier was Schönes? Außer Betten? Nö. Dann haben wir hier noch. Ich bin einer der vier berüchtigten Roggenbrüder. Naja, so berüchtigt seid ihr ja nicht. Rocket möchte kämpfen. Smogmog. Gegen Pixie. Body Slam. Auf jeden Fall erstmal. Gut. Schlammbad ist nicht gut, aber wenigstens nicht vergiftet. Ich hätte erst Gesang einsetzen sollen. Na egal. Golbat finde ich nicht gut. Aber jetzt machen wir Gesang. Erstmal Superschall. Mann. Warte mal, ich hab doch einen Hypertrank. Ist zwar Verschwendung, aber... Ich will Pixie jetzt nicht so verlieren. Smoggern. Ja, wenigstens Smoggern. Kein Smogmog. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Und ein Level hoch. Und ich habe das Team Rocket... Ups, Brüder, ich habe versagt. Lusche, Lusche. Du bist eine Lusche. Hab ich schon gesagt, dass du eine Lusche bist? Nein, ich war am Anfang auch nicht. Bingo! Ups. Ach man, ja, ich mache gerne Ärger. Wusstet ihr das noch nicht? Donnerblitz. Ey, mit meiner eigenen Attacke, wo ich vorher überlegt habe, dich zu... Greifst du mich an? Elektroball. Da ist Gesang eine gute Methode. Bitte nicht mitnehmen, bitte nicht mitnehmen, bitte nicht mitnehmen. Schwein gehabt. Silfre schon erledigt ist. Naja. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir im nächsten Stock was zum Ausruhen. Genau. Oh, Mist. Ich bin... Mist. Nicht ganz. Golbat. Knuddelluft. Na, Donnerblitz. Superschall, gut. Oh, bitte jetzt nicht, bitte. Oh, verdammt. Alter Schwede, jawoll. Boah, das sieht doch scheiße aus von hinten. Mann, kann diese scheiß Fliege mich mal in Ruhe lassen? Das ist ja eine Scheiße aus. Hypno. Falsche Taste. Sternschauer.
Kampf plus Abwehr. Obwohl dadurch, dass es jetzt Raichu ist, ist die Verteidigung höher. Ein Ruckzuck. Ruckzuck. So, gut. Gib nicht auf. Hab ich auch nicht. Ich habe ja durchgehalten, trotz dass mein Knuddeluff am Ende war. Ey, es hätte sie ein... Es war echt sowas von knapp. Bingo! Jawohl! Jawohl! Bingo! Jawohl! Oh, Donnerschock bringt glaube ich nicht viel. Ruckzuckhieb ist gut. Was sagt Sternschauer? Gut! Smoggern! Machen wir dich mal mit dem Donnerschock. Ist jetzt egal, wenn ich Donnerblitz nicht mehr allein. Mein Gott. Es gibt Schlimmeres auf der Welt, sag ich mal so. Und Level 34, auch gut. Ah, immer noch 98. Schade, aber... Naja. So. Hier war ja dann nichts weiter. Den hatte ich jetzt gemacht. Bingo! Deine Pokémon scheint dich sehr zu mögen. Rocket möchte kämpfen. Rocket setzt Traumato ein. Und Ibitak. Ja, also ich komme gut mit meinen Pokémon klar. Auf jeden Fall. Ich denke doch, dass die mich mögen. Super, ihr schafft. Maschallo. Was? Tja, ich muss euch mal ganz nah für euch. Ich muss bloß mal kurz eine kleine Unterbrechung machen, bin gleich wieder zurück. Und weiter geht's. Ach ne, erstmal noch nicht die Teleporter nehmen. Erstmal noch weiter durchs Gebäude. Genug von deinen dummen Spielen. Ich spiele doch gar nicht. Ja doch, ich spiele. Das wird nicht einfach werden gegen den Magnetilo. Auch noch verwirrt, na toll. Kein Donnerschock. Ich glaube, ich muss jetzt gleich nochmal... Warum mache ich es eigentlich da und Schnabel, nachdem ich nicht mehr verwirrt war? Weil ich dumm bin. Ich glaube, ich muss gleich nochmal heilen gehen. Bäh. Bohrschnabel! Cool! Spielgetrick, den mache ich eigentlich eh nie. Ach, ich wollte mich doch heilen gehen. Du siehst müde aus, komm, ruh dich. Jawoll. Und geheilt, super. Oh Gott, was soll das mit diesem Dap-Dap-Dap-Dap? Ach, weil ich auch schon ein bisschen einen an der Klatsche habe. Manchmal.
So, den hatte ich gerade. Tür antriegelt. Was bist du für eine feine Dame? Hilfe, ich habe Angst. Ach ja, die Damenwelt. Willkommen im 9. Stock. Es ist nett, dass du mal vorbeischaust. Ach, sogar mit persönlicher Begrüßung. Finde ich nicht schlecht. Mascha, gegen dieser Flur. Lass mal ein Edis haben. Mascha. Dann zerlege ich dich mal, du Macho.